Die Schlacht hier oben, die wird wichtig. Also wenn wir hier oben dann die Schlacht haben, das wird dann wichtig, weil... So, 29 Tage noch, 17 hier. Jetzt hat der die Front gewechselt. Die stehen sich immer noch gegenüber. So. Kannst halt wahnsinnig viel durchbelagern erstmal, auch wenn das nicht so viel wert ist, bis der hier oben ankommt. Die KI kennt offenbar den Cheat nicht, mit dem man schnell reisen kann. Na gut, dann hier unten 17. Genau, jetzt wird hier noch belagert. Ah, jetzt kommt hier zum Kampf. Oh. Und wieso kommt es hier zum Kampf ohne General? Jetzt hat sich hier meine Armee wieder verlagert, oder was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn, wo ist denn jetzt meine Armee hier? Die ich hier abgestellt habe. Hier 17. 35. Einmal hier oben. Der ist hier oben. Der marschiert hier oben rum, der Depp. Anstatt unten zu verteidigen. Ja, sag mal, bist du denn... Also... Ah... Jetzt verlagert der einfach die Front hier hoch. Marschiert hier 30 Tage hoch. Wo sind wir denn? Dann bricht die Front jetzt ein hier. Oh. Ja, sag mal. Das ist ja enttäuschend. So, wir machen mal hier verteidigen. Hier vorne. Weil hier jetzt die 20 ankommen. Und dann schauen wir mal. Ach man, jetzt fliege ich hier vor den... Das ist doch also zum Mäusemelken hier. Jetzt kann er das natürlich super einfach einnehmen hier. Wo ist meine Einheit? Kommt die jetzt oder was ist hier los? Ist die hier unten oder was? Wieso ist die denn jetzt plötzlich hier unten? Leute, ihr seht das auch, ne? Ich bin nicht doof. Ihr seht das auch, dass diese größere Einheit hier oben, die ich eigentlich hier reingeschickt habe, jetzt plötzlich hier unten ankommt an der Front, ne? Weil sich die anscheinend irgendwie jetzt so eine Front teilen. Das seht ihr aber jetzt auch, ne? Denke ich mal. Ja, Sapperlot hier. Das ist doch, also, ne? So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen natürlich nicht hierher, sondern wir müssen da oben hin. 3 Tage. So. Und jetzt stehen sich nämlich die Einheiten wieder gegenüber, so wie es ursprünglich gedacht war. Ja, aber dann werden die automatisch da reingesetzt. Das ist ja Quatsch. Das ist doch Quatsch. So, oh, jetzt wurden wir hier oben angegriffen. Und wir... Oh, das war eine gute Taktik, wie man hier sieht. Durch unsere Verteidigung hier haben wir jetzt den... Oder wehren wir den ersten Ansturm ab. Er hier verteidigt jetzt hier auch. Hat nur ein bisschen Boden jetzt durch, gut gemacht durch den Quatsch, der gerade hier stattgefunden hat. Shogun greift ein bei der Berufspolizei. So. Ah, die Intellektuellen sind wieder sauer jetzt. Dann. Kriegswille sieht es aus momentan 85 zu 73. Diese Eroberungen sind halt echt nichts wert, ne? So eine, wenn du das vergleichst mit den anderen Spielen von Paradox, diese Eroberungen sind nichts wert. So, jetzt ist irgendwie hier vorne auch eine Front. Hä?
ist ja auch niemand mehr. Jetzt haben wir wieder die Einheiten getauscht. Das heißt, wir verteidigen jetzt hier erstmal, weil hier die zweite Einheit ist. Kann ich denn noch irgendwo vielleicht... Ja, wir müssen jetzt diese Front... Wir müssen da jetzt offenbar angreifen, wenn ich das richtig sehe. Wir bräuchten einen Offensive-Planer hier. 30% Offensive. Hört sich schon mal sehr gut an. 20% mehr Einheiten. Wir müssen, dadurch, dass das jetzt nur noch eine Front ist, oder? Und hier oben noch eine kleine ist. Also das sind jetzt zwei Fronten. Müssen wir hier leider dann jetzt mal kämpfen. Wir probieren es mal. Und schauen mal, wie es sich spielt. Das hier vorne gewinnen wir. Wenn nicht gleich wieder der Knubbel umschlägt. Und dann schauen wir mal mit ein bisschen Offensivglück vielleicht. Hier drüben. Ja, sieht gut aus, weil er hier einen Malus hat. Das sieht ja schon mal gut aus. Wir lassen mal die Einheit jetzt durchkämpfen. Und schauen mal, ob bei der nächsten Schlacht dann die Moral auch wieder weniger ist. So, hier oben wird immer noch... Ah, da greift er wieder an jetzt. Und wir verteidigen. Und hier ist Ruhe erstmal an der Front. Also ich glaube, wenn du so spielst jetzt aktuell, ne, wo du quasi von Einheit zu Einheit springst, ab und zu angreifst, ab und zu verteidigst, ich glaube... Dann kann man das schon einigermaßen steuern. Aber es ist natürlich ein megamäßig doofer Aufwand. Schon alleine, dass wenn du diese Schlacht jetzt anklickst, dass alles andere verschwindet. Ja? Du willst vielleicht dieses Schlachtfenster da haben, aber trotzdem hier oben mit der Maus. Ja, wobei, das geht sogar. Man kann sogar mit der Maus drüber fahren. Okay, ich nehme das zurück, dass man trotzdem mit der Maus hier drüber fahren kann, um wenigstens den Schlachtstatus zu sehen, ne? Aber die anderen Icons, die verschwinden dann komplett. Was auch ein bisschen doof ist dann. Ja, aber es sollte durch dieses System der Aufwand ja minimiert werden. Naja, du hast halt schon weniger Einheiten natürlich, wie in den anderen Spielen. Aber schöner wäre es natürlich, wenn du die Einheiten im Grunde gar nicht mehr anfassen müsstest. So, jetzt gucken wir mal, wenn die Schlacht vorbei ist und die nächste beginnt. Was dann als nächstes kommt. Also hier hat es gepasst. Hier vorne wird verteidigt. Ja, alleine wenn du hier so im Schlachtenmodus bist und dir das anzeigen lässt, dass du halt nicht siehst, ob da jetzt momentan eine Schlacht geplant wird oder nicht. Also ob da jemand jetzt angreift oder nicht, sodass du noch schnell reagieren kannst. Du musst dieses Fenster schließen, damit du sehen kannst, ob hier angegriffen wird. Also von daher, das ist doch nicht schön. Alleine, dass man einer Offensive nicht mal eine Richtung vorgeben kann, ja genau. Aber das war ja genau das Thema, dass jetzt die Einheit durch die neue Front, die halt leer war, dass die Einheit dann automatisch hier hoch marschiert, ist kompletter Irrsinn, ne? Also sowas darf nicht sein, weil hier das ganze System dann dir durcheinander geworfen wird. Von daher, aber wir haben ja heute schon gesehen, dass in den nächsten Patches hier eine Überarbeitung kommen soll. Von daher, dass man darf schon optimistisch sein. Ach, jetzt habe ich hier aber 3 gegen 8, auch wenn die keine Moral mehr haben, aber trotzdem. 3 gegen 8 ist schon gemein. 3 gegen 8 ist gemein hier. So, er greift weiterhin hier an. Müsst mal gucken, wie es dann hier aussieht. Er hat jetzt nur noch 83% Moral. Also von daher, bei uns sieht es da wesentlich besser aus. Wir haben 98. Wir lassen ihn nochmal anrennen und vielleicht, dass wir dann einen eigenen Kampf wagen quasi. So, also das hier unten wird die erste Schlacht, die wir verlieren. Hier oben ist noch immer Ruhe. Und dann müssen wir nämlich jetzt mit der Einheit hier auch wieder erstmal warten, auf dass sich unsere Moral auffüllt, bevor wir dann wieder in den Angriff gehen. Oder wir nehmen die andere Einheit, die hier.
und starten mit dir jetzt nochmal einen Angriff dann, ne? Aber da können wir auch mal gucken, ob wir angegriffen werden. So, das heißt kurze Pause. Wir machen hier auch kurze Pause. Und lassen uns jetzt hier quasi generieren, weil wir jetzt hier nur noch 96% haben. Er hat 85. Also eigentlich müssten wir schon noch besser sein. Eigentlich müsste das schon noch klappen. Wir riskieren es mal. Die Ausrüstung, Ausrichtung der Armee kannst du zwar mit einem Fingerschnips ändern, aber dann hast du ein Jahr lang Malus. Das darf man nicht übersehen. Das ist etwas, was nicht so einfach ist dann. So, jetzt gucken wir nochmal. Nächste Schlacht. Hier unten. Und da startet er jetzt hier mit 76 und wir komischerweise mit 69. Obwohl gerade angezeigt wurde, dass wir eigentlich über 90 hatten, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Auch seltsam. So, hier oben. Gewinnen wir die Schlacht? Also wir sind bei 49 plus 13 plus. Wir arbeiten uns langsam vor, aber es geht natürlich sehr langsam aktuell. Was wir machen können, ist, wir können jetzt mal die andere Einheit angreifen lassen, die 17 vielleicht. Dass die jetzt hier nochmal einen Angriff, einen Vorstoß wagt. Und die andere quasi jetzt Pause macht, die zweite. Die große macht jetzt erstmal Pause hier. Aber da seht ihr, ne? Wir haben trotzdem, hier wird wieder 95 angezeigt. Und obwohl die Schlacht eigentlich gestartet ist, irgendwie mit 80 oder was es war. Aber wir werden mal die zweite jetzt vorrücken lassen. Die rühren sich nicht vom Fleck. Hier oben wird immer noch verteidigt. Das passt auch, solange der angreift. Man könnte natürlich jetzt auch mal zum Gegenangriff übergehen. Aber er hat auch trotz Angriff und Verlusten hat er immer noch 93%. Also ihn würde ich jetzt einfach mal anlaufen lassen. Und wir schauen mal, ob wir unter die Null kommen. Weil wenn nicht, dann müssen wir noch erobern. Hey, Haubi. So, jetzt greifen wir hier mit 17 an. Das sind natürlich nicht so viele Einheiten. Das heißt, da kannst du durchaus zu unseren Ungunsten stehen. Aber wir haben ein bisschen Glück. Bei 4 gegen 6. Aber er hat halt wieder auch weniger Moral. Also wenn man das Kriegssystem weglässt und wenn man nicht erwartet, dass das Spiel schon alle Inhalte drin hat, die man sich nur vorstellen kann mit Victoria 3, dann kann man schon sagen, dass Victoria 3 ein tolles Spiel ist und dass Victoria 3 einen auch so in den Flow reinbringt, wo du immer und immer und immer weiter optimierst und guckst und schaust, dass alles produziert wird. Also das schafft es bei mir zumindest und das funktioniert richtig, richtig gut. Und wenn man das Kriegssystem mal zur Seite nimmt, hofft, dass das ausgebessert wird und man sich auf zukünftige Änderungen über Patches und Add-ons und DLCs noch freut. Eigentlich ideal dann, ja. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wenn das Spiel noch mehr Inhalt hätte, ja, dann würdest du halt wahrscheinlich nochmal eine zusätzliche Woche davor sitzen, um dann entsprechend die ganzen Sachen zu lernen. So, oh, jetzt ist Peru ist schon draußen. Das ging aber schnell jetzt hier. Das ging aber schnell. Also, wir bekommen Kriegsreparation von euch. Ich hoffe, ganz viel. Und das heißt, wir werden jetzt hier einfach alle überrennen an den Grenzen. Das heißt, hier oben die Truppen sind weg. Und wir sind jetzt auch nur noch hier. Der rückt vor. Da kannst du nicht auch gleich noch hier unten bleiben. Ja, dann mach du hier unten mal weiter noch. Jetzt ist halt eine riesig große Front hier, ne? Die wir jetzt haben momentan. Was in Umweltverschmutzungs-DLC? Okay. Ja. Also man hat jetzt gesehen, ne? Wenn wir es nicht einfach nur laufen lassen, sondern wirklich auch dann selbst strategisch das angehen
und ab und zu mal wieder in die Defensive gehen zum Verteidigen und schauen, dass die Truppen einigermaßen aufgestellt sind an den Ecken, dann kann man sowas gewinnen. Aber es ist schon, es ist nicht intuitiv alles und es ist viel zu aufwendig auch. So, und jetzt ist es so, dass Buenos Aires so dermaßen im Hintertreffen ist, aufgrund der Moral, dass wir wahrscheinlich jetzt hier einfach drüber laufen können über die. Also immer ein Angriff nach dem anderen. Und hier steht immer noch eine Moral, seht ihr das, von 96 beim Gegner, beim Kuban. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir die Schlacht schlagen. Beim Juan. Das ist er. 81 hat er jetzt wieder. Mehr, wie ich dachte. Aber trotzdem stimmt es halt mit dem Wert nicht überein. Na gut, wir sind bei minus 66 und bei plus 28 für uns. Also das sieht aus, als würde demnächst Argentinien japanisch werden. Also erstmal Vasall natürlich und dann irgendwann annektiert, je nachdem wann das dann geht. Apropos, wie sieht's aus mit der Inkorporation? Uiuiui. Das dauert lang. Das dauert lange. Aber schön entspannte Musik wieder dabei. So, dann habe ich hier Brunei einen Verteidigungspakt. Nein. Die Leute lieben uns. Habt ihr das gesehen? Die Leute lieben uns mittlerweile. Jeder will hier ein Bündnis mit uns. Okay, also Argentinien wurde vassalisiert. Die Sklaverei wird geächtet und wir bekommen nochmal Kriegsreparation. Wir gucken mal kurz rein, was das jetzt hier ist. Wir bekommen, oh Gott, magere 6.000 von Peru, 4.000 von Argentinien wegen Vasall und 1.000 Kriegsreparation. Wunderbar. Leute, das sieht doch fantastisch aus. Nächster Halt, Brasilien? Vielleicht? Nächster Halt vielleicht Brasilien, 74. Pakt ein Bündnis mit Peru. Nee, mit Venezuela ist nicht so schlimm. Verteidigungspakt mit Skandinavien. Okay. Handelsvertrag. Na gut, also Skandinavien, Brasilien hier. Aber Skandinavien war nicht so stark, oder? Jedenfalls im anderen Durchgang waren die nicht stark. 71. Ein paar Flotten. Dafür müssen wir unsere Flotten natürlich dann auch noch etwas ausbauen. So. Peru. Wäre auch noch, ja. Aber wir haben jetzt mit Peru einen Waffenstillstand, ne? Für 5 Jahre. Es geht in eine komplett falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Wir wollten eigentlich nach Korea und wir sind gelandet in Südamerika hier unten. Na gut. Wieso nicht? So, wir haben noch zwei dieser komischen Anträge hier, die natürlich abgelehnt werden. Wir haben Warenzufuhrknappheit für Panzerschiffe. Wer braucht denn die? Irgendjemand braucht Panzerschiffe. Marinebasis. Da ist offenbar irgendwo bei den... Aber wir haben ja nichts erobert. Wer hat denn hier eingestellt? Panzerschiffe. Japanisch Nordinsel. Ach, die hier oben? Was ist denn hier eingestellt, dass der... Der Hafen hier. Ach, der hat Ankerplatz. Hä? Nee. Nee, nee, nee. Moment, Moment, Moment. Die brauchen alle K.
Clipper. Der hier unten? Gar nichts. Also das passt. Das muss irgendwo anders herkommen. Ach, Marinebasis in Buenos Aires. In Buenos Aires. Hier. Ah, wird mir das jetzt angezeigt, weil die meine Vasallen sind. Ah. Und das kann ich natürlich jetzt auch nicht ändern. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich Panzerschiffe besorgen, damit es meinem Vasallen gut geht. Wie sieht es jetzt aus mit der Annektierung? Jetzt gleich dann. Wie sieht's da aus? Was sind denn die Voraussetzungen, um hier zu annektieren, Leute? Marionettenzwang, Klientelland, annektieren. So. Paraguay, nee. Argentinien. Achso, wir haben noch den Waffenstillstand. Also während des Waffenstillstands offenbar sowieso nicht. Ach, das öffnet auch wieder ein Diplomatiespiel. Ah. Ja gut, aber da kommt ja eh niemand mit dann. Das ist ein Diplomatiespiel dann. Ah, okay. Ja, gut. Dann merkt euch mal, dass wir in 5 Jahren mal anklopfen. Ich würde natürlich schon sagen, dass wir die Meinung verbessern. Dass wir hier vielleicht finanzieren, 3000 finanzieren. Das würde ich jetzt sogar machen. Damit wir hier die Meinung noch etwas verbessern können mit euch. Rebellisch und neutral. Natürlicher Feind steht im Konflikt. Militärisch bedrohlicher Nachbar. Wir werden den jetzt mal hier versuchen zu beschwichtigen. Über die nächsten Jahre. Auch wenn uns das ein bisschen Geld kostet. Aber wir wollen das natürlich so reibungslos machen, wie es gerade geht. So. Gabun ist noch isoliert. Da wird noch ein Hafen gebaut. Lebensmittel momentan. Die Lebensmittel brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Da sind wir bei plus 12. Das ist nicht mehr notwendig. Und wir schmeißen auch mal die Munition raus. Wir könnten noch ein bisschen Holz exportieren in Friedenszeiten nach Frankreich. Und ein bisschen Kohle. Boah, ein bisschen Kohle ist gut hier. 1400 Konvois. 780 Stück. Liefert aber trotzdem nur 8000 an Einnahmen. Gut. Also, dann müssen wir uns mal um die Panzerschiffe kümmern. Das heißt aber für uns, wir bräuchten eine weitere Schiffswerft. Wo wir dann... Ach, wir haben es ja noch gar nicht erforscht. Wir haben ja noch gar nicht die Dampfschiffe. Wir brauchen die Panzerschiffe. Dauert 4 Jahre. 16 Monate noch für den Dünger. Na gut, aber das ist, was geplant ist. Dann noch die Berufspolizei bei 36%. Die klappt bestimmt in wann? 1890, in 3 Jahren. Ist die Legitimität jetzt schon gestiegen? Wir sind bei 14%. Das ist richtig fein. Oh Gott, oh Gott. Und wir stellen die ehrenhafte Restauration wieder her.